Wir machen heute, starten wir mit einem neuen Cosplay. Ich blende mal ein Bild ein von dem Cosplay, was wir heute anfangen. So, wir machen Kevera aus Rainbow Six. Du bist momentan ein kleiner Rainbow Six-Fan. Dinge, um die wir uns heute bei dem Cosplay kümmern werden. Also, arbeiten wir uns mal von oben nach unten. Wir fangen an. Das ist Kevera. Das ist das Outfit, was sie anhat. Ganz grob erstmal, was ich so generell geplant habe zu dem Outfit. Beim genaueren Hinsehen ist mir aufgefallen, sie trägt gar nicht ein Oberteil und eine Hose, sondern einen Ganzkörperanzug. Und darunter halt so ein schwarzes Lederoberteil, was du an den Ärmeln ein bisschen rauskommt, was man hier in der Mitte ein bisschen sieht. Dann hat sie so eine Art taktische Weste an. Die sieht man noch am Rücken. Das geht einmal hinten drüber. Um den Rücken, über die Schultern und dann unter die Brust quasi mit so zwei Gürteln. Das müssen wir wahrscheinlich zum Großteil komplett selbst machen. Dann hat sie noch so taktische Handschuhe an. Links einen taktischen Handschuh, rechts sieht einfach nur aus wie ein normaler fingerloser Lederhandschuh. Dann hat sie einen Gürtel an. An dem Gürtel hat sie rechts so eine Beinplatte mit so zwei Straps um den Oberschenkel. Und links hat sie so ein Täschchen mit so einer Brasilienflagge drauf. Eine große Tasche, eine kleine Tasche hat sie quasi an. Dann haben wir noch Knieschoner hat sie noch. Dann hat sie noch so Schienbeinschoner, sieht aus wie so mehrere Lederdings übereinander und dann halt so ein weißes Gummiband drum und ganz zum Schluss halt noch so, ich nenne es mal so Arbeiterschuhe gefühlt. Das Aufwendigste bei Kevera ist, dass sie überall so gestickte Patches hat. Auf der Mütze hat sie so einen gestickten Patch. Hier an der Seite hat sie so einen gestickten Patch. Sie hat hier auf dem Arm zwei gestickte Patches oder einen. Hier auf der Brust hat sie so zwei Abzeichen. Wie ihr seht, auf der linken Schulter hat sie quasi noch so zwei Patches übereinander. Hinten auf dem Rücken hat sie immer so ein großes Bope stehen. Und an dem Täschchen hat sie noch so eine Brasilienflagge. Ziemlich viele Patches. Und ich habe geguckt und ich würde das Cosplay gerne jetzt ASAP fertig machen. Deswegen werden wir jetzt gleich die Stickdateien machen für diese ganzen coolen Patches, die sie überall hat. Also dann sticken wir das einfach selbst. Ende März, das wird aber knapp. Kriegen wir hin, denke ich. Den Ganzkörperanzug habe ich einen ziemlich coolen gefunden, der ziemlich ähnlich aussieht wie das, was sie anhat. Das ist auch so ein ganz dunkles Navy-Blau. Hier sieht es schwarz aus, aber auf manchen Bildern sieht es blau aus. Ich habe mich für so ein dunkles Navy-Blau entschieden. Den Anzug müssen wir offensichtlich umändern, weil das halt ein Männeranzug ist. Heißt, wir werden das hier so ein bisschen in der Taille ein bisschen reinnehmen, in der Brust ein bisschen reinnehmen, aber das ist ja trotzdem relativ entspannt bei ihr. Heißt, den Anzug werde ich einfach nur ein bisschen umändern. Dann kommen auf den Anzug quasi auf die Ärmel, die ganzen Patches drauf und dann ist der basically fertig. Dann wird er noch ein bisschen dreckig gemacht, damit er ein bisschen mitgenommen aussieht, weil dann sieht es so ein bisschen echter aus, aber das hätten wir. Viele Sachen konnte ich schon ziemlich fertig kaufen. Die Handschuhe gab es fertig zu kaufen. Die Knieschoner gab es fertig zu kaufen. Die Schuhe gab es fertig zu kaufen. Die Mütze gab es fertig zu kaufen, bis auf den Patch. Den machen wir noch selbst. Den Gürtel gab es fertig zu kaufen. Und dann kommt es hin, dass wir ein bisschen basteln müssen. Ich habe mehrere so taktische Ausrüstungssachen gekauft, die wir wahrscheinlich so ein bisschen auseinanderschneiden werden, damit wir hier vorne die Magazintäschchen ordentlich fertig machen können. Die Beinplatte habe ich auch eine gekauft, aber vielleicht mache ich die auch selbst. Ich habe mehrere Täschchen und so Gürtel gekauft. Heißt, wir gucken, wie wir eine gute Mischung machen aus Dinge, die ich gekauft habe, die wir auseinanderschnibbeln und neu zusammenfügen, damit das so aussieht wie auf dem Cosplay. Dann benähen wir alles mit diesen Patches, die wir selber besticken werden, malen alles geil an, damit es schön, ich sag mal, so ein bisschen dreckig aussieht, ein bisschen realistisch aussieht. Das, was die meiste Arbeit wird, wird wahrscheinlich ihre taktische Weste sein. Also quasi das, was sie hier quasi auf dem Rücken anhat. Die Rückenweste werden wir wahrscheinlich zum größten Teil selber nähen, hinten den Patch drauf machen, vorne die Gürtel rumführen. Beim linken Handschuh hat sie so, ja, noch so Panzerung und so auf den Knöcheln. Dafür habe ich jetzt welche besorgt. Und beim rechten Handschuh hat sie nur einen normalen schwarzen Handschuh an. Perücke haben wir besorgt. Mütze haben wir besorgt. Denke, dem steht nicht mehr wirklich viel im Wege. Das Größte, was wir wirklich komplett selbst nähen müssen, wird diese Weste sein, die sie hier trägt. Und die Beinschienen, weil ich habe keine Beinschienen gefunden, die so aussahen. Für mich sieht es einfach augenscheinlich aus nach Kunstleder, mehrere Lagen übereinander, dass es quasi so einen überlappenden Effekt hat. Innen machen wir irgendwie einen Reißverschluss dran, machen da diese weißen Gummibänder drum und dann passt es schon. Schuhe habe ich so taktische Boots gefunden. Und was ist mit dem Gesichtstattoo? Das werden wir uns aufmalen. Ich habe ja schon öfter so Facepaintings Stuff gemacht. Heißt, wenn ich das Cosplay dann trage, machen wir einfach ein cooles Facepainting. Das kriegen wir hin. Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen und wie wir das halt auch cool hinkriegen. Und ja, das Ganze findet in Kooperation mit Ubisoft statt. Mir eine neue Sticksoftware gekauft. Ich habe noch keine Ahnung, wie diese Software funktioniert. Premiere plus Embroidery heißt diese Geschichte. So. Okay, und dann fangen wir an. Ich habe jetzt hier quasi einmal alle Patches
als Datei bekommen. Fangen wir vielleicht mal mit... So, jetzt hatten wir diese Datei weiter. Und dann geht das Ganze als Stick. Bei alles markieren. Weiter. Ja, das wäre perfekt, wenn das so wäre. Breite. Oh, okay, jetzt müssen wir messen, wie breit und wie hoch das sein muss. Es geht bei ihr quasi so einmal über die Schulter. Also ich denke, von der Breite sollte das so... Vielleicht so 16 cm breit. Okay, das wäre jetzt der Stick. Damit kann ich leben. Okay, Steuerung gedrückt halten, dann kann ich es quasi kleiner ziehen, ohne... Okay, das wäre der erste Stick-Ding, den wir machen müssten. Weiter Bild laden. Versuchen wir uns mal jetzt mit einem schwierigeren. Bob, was in so einem Arch ist. Ist auch nur so ein ganz kleiner Bob. Von der Breite muss der nur so 8 cm oder so sein, denke ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Wir versuchen es einfach mal weiter. Ja, weiter geht's. 4 Farben. Perfekt. Und weiter. Okay, jetzt sollte es halbwegs schnell gehen. Es ist hässlich! Machen wir erstmal die anderen. Skull Kranz. Ach, scheiße. Die hat die ja auch noch. Vorne auf der Brust. Moment, einmal kurz Rainbow Six die Tante drehen. So, das sieht doch mega schön aus zum Beispiel. Fertigstellen. Mega schön geworden. Und auch noch schön, wenn der klein ist. So 8 cm Durchmesser auch wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Da habe ich wieder Schrift drauf, wird wieder eine Katastrophe werden. Schön geworden. Fertigstellen. Immer noch schön. Die sind schön geworden. Okay, versuchen wir Brasilienflagge. Die hat sie ganz klar auf der Tasche drauf. Die ist wirklich klein. 5 Farben, I guess. Guck mal, wie es wird. So oder so ähnlich muss das. Ja. Bob haben wir. Dings haben wir. Das haben wir. Montagna haben wir. Pereira A+ haben wir. Haben wir. Das Brasilien-Ding hier unten haben wir. Das Ding auf der Mütze haben wir. Ich werde jetzt gleich mal versuchen, das ordentlich zu exportieren. Hat doch gut geklappt. Ja, überraschend, ne? So, ich gehe jetzt rüber in den Creative-Raum, Leute. Ich bin in einer Sekunde da. Lol, erster Stream Creative-Raum, einfach um 1 Uhr morgens. Woop, woop. Diese Stickmaschine hat ein halbes Vermögen gekostet, legit. Aber ich plane schon seit ein paar Jahren, mir die zu kaufen. Und jetzt habe ich es endlich getan, weil jetzt weiß, okay, komm, Anni. So. Now we're talking. Okay, hier kann man das aufschrauben, I see. Und dann kann man das hier so rausnehmen. Dann kommt da der Stoff rein. Ich hole mal kurz Stoff. Ich glaube, der ist ganz cool. Das ist so ein richtig dicker, harter, unstretchy Baumwollstoff. Und ich habe mehr als genug von dem, um da rumzuprobieren. Okay. Das hätten wir jetzt so halbwegs eingespannt. Nehmen wir einfach dieses Stickvlies, was so mitgeliefert wurde dafür. Wisst ihr, was wir tun sollten? Wir sollten erstmal vielleicht auch mit dem kleinen Stickrahmen erstmal was Kleines sticken und dann was Großes vielleicht. Le Teststick. It's happening. Okay. So, das hätten wir. Habe ich. Okay, und dann drücken wir hier den grünen Knopf. It's happening! 6 Minuten soll das Ganze jetzt dauern. Okay, wir gehen mal kurz rüber und ziehen mal die Stickdatei, die wir gemacht haben, auf den PC und schauen uns das mal an, wie das dann gleich in der Maschine aussieht. Dann können wir das mal kurz laufen lassen. Du kleine Maus, kommst mit! Uiuiui! Ja. I'm back, Beaches. I'm back. Das war's jetzt. That's it. Wir sind durch. Diese Maschine, Alter. Hat eigentlich ganz gut funktioniert, bin ich ehrlich mit euch. Super neat geworden. Das ist schon cool. Das machen wir jetzt nochmal. Ich tue jetzt einmal diese Datei hier rein. Nicht, dass Andi noch in Arbeit erstickt. Okay, es ist 2:30. That's a win. Dass wir die Stickdatei hinbekommen haben, ist ein Win. Jetzt klappt's. Es hat geschafft, dass es dreht. 528 Minuten dauert das.
denke, ich werde die Patches alle einzeln sticken. Ich nehme mir mal morgen ein bisschen Zeit und ziehe quasi jeden Patch auf ein einzelnes Stickding. Vielleicht auch für den kleinen Rahmen dann einfach, dann wird das schon gehen. Und dann sticken wir die alle einzeln. Das Ding ist halt, wenn einer irgendwie mitten, wenn es irgendwo verkackt ist, muss ich halt alles von vorne machen. Und das ist halt nicht so geil. Deswegen, ja. Das ist so eine coole Maschine. Ich bin so froh, dass ich die gekauft habe. Die gehört jetzt einfach mir. Das ist, glaube ich, das teuerste, was ich jemals investiert habe in Cosplay. Aber ich freue mich. Das ist so cool. Das ist so cool. Es ist wirklich einfach nur richtig cool.